So, herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Tool-Integration. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören und Sie können meinen Bildschirm sehen. Mein Name ist Ralf Klimke. Ich bin zuständig für Sales und Marketing bei Argosense und mein Kollege, der Herr Christian Nittel, zuständig für Produktentwicklung und Service, wird nachher auch noch eine kleine Live-Demo machen hier zum Thema ALM-Tool-Integration. Ja, was wir Ihnen heute vorstellen wollen, ist im Prinzip die Möglichkeit, wie Sie verschiedene Werkzeuge aus dem ALM-Bereich untereinander ideal integrieren können, um sozusagen zu einer Art homogenen Toolkette letztendlich zu gelangen. Um das hier weiter auszuführen, gehen wir zunächst mal auf die Agenda. Was wir vorbereitet haben, Worte über Argosense. Dann werden wir kurz unsere Lösungen vorstellen, mit dem Fokus natürlich auf die Tool-Integrationslösung, nur unsere anderen Produkte einfach auch mal nur erwähnen, der Vollständigkeit halber. Dann werden wir das Thema Tool-Integration in der Live-Demo abhandeln, sodass Sie also auch sehen, wie innerhalb von unserem Produkt sozusagen die Konfiguration aussieht, aber auch wie dann tatsächlich Daten von A nach B verschoben werden können. Und am Ende eine Frage-und-Antwort-Session zu Argosense, wie angekündigt. Die Firma wurde 2009 gegründet, eben genau mit dem Zweck, Lösungen anzubieten, die sich auf das Thema Tool-Integration und Datenaustausch beziehen. Wir haben seit 2013 auch eine Lösung für Anforderungsmanagement und Traceability. Traceability ist im Prinzip ja schon ein angehängtes Thema beim Thema Tool-Integration. Und das Thema Anforderungsmanagement ist uns natürlich auch sehr oft über den Weg gelaufen. Wir haben sehr viele verschiedene Werkzeuge auch gesehen, die wir angebunden haben. Und das hat uns dazu bewogen, hier eine Lösung an den Markt zu bringen, von der wir der Meinung sind, dass sie vielleicht auch nochmal einen Ticken besser ist als das, was wir so üblich kennen. Wir haben natürlich bei unseren Kollegen eine sehr hohe Expertise bei allen möglichen führenden ALM-Werkzeugen. Das hilft uns natürlich enorm, die Anforderungen unserer Kunden zu verstehen, beziehungsweise natürlich auch die Produkte entsprechend ja auch in Einklang zu bringen und zu integrieren. Das ist natürlich da ganz, ganz wichtig. Was uns, denke ich, weiter auszeichnet, ist, dass unsere Produktentwicklung jetzt nicht einfach nur durch eigene Ideen sozusagen gesteuert wird. Ich würde wagen zu behaupten, dass wir sicherlich 80% der Weiterentwicklung unserer Produkte im Prinzip durch das Feedback unserer Kunden und aus dem Markt letztendlich beziehen. Macht natürlich dann im Umkehrschluss auch für unsere Kunden das Ganze sehr attraktiv, da die letztendlich davon ausgehen können und das auch wissen, dass wenn Kundenanfragen kommen und in der Regel sind die auch sehr sinnvoll, dass die letztendlich danach auch im Produkt landen. Und zwar nicht erst nach vielen Monaten oder Jahren, sondern auch relativ zeitnah natürlich auch. Unsere Produkte sind grundsätzlich mal branchenunabhängig im Einsatz. Wir haben zwar sicherlich eine relativ starke Repräsentanz im Automobilbereich, aber letztendlich ist das Thema Tool-Integration natürlich bei allen möglichen Unternehmen, die in irgendeiner Art und Weise Software oder Systeme entwickeln, ein Thema. Und von dem her, Sie sehen das auch hier in der Übersicht, sind zwar viele Kunden aus dem Automobilbereich, aber ich denke auch mindestens genauso viele aus dem Nicht-Automobilbereich, die wir da gerne bedienen. An der Stelle auch vielleicht der Hinweis, dass wir auch hier gerne einen Kontakt herstellen. Wenn Sie also hier mal mit einem bestehenden Kunden sprechen möchten, dann ist es meistens in der Regel auch möglich. Allerdings müssen wir das einfach ein bisschen koordinieren. Das heißt, da einfach Ihren vertrieblichen Ansprechpartner kontaktieren oder uns eine E-Mail an unsere allgemeine E-Mail-Adresse schicken und dann werden wir das organisieren. Ja, schauen wir mal zu unseren Lösungen. Also wie gesagt, wir haben ja zwei Lösungen schon ganz kurz angerissen. Einmal das Thema Tool-Integration und Datenaustausch mit dem Produkt Argosense Symphony, dem wir uns heute natürlich widmen werden.
Und das Produkt Argosens Fidelia, bei dem es um das Thema Traceability und Anforderungsmanagement geht. Die möchte ich gar nicht weiter ausführen. Wir haben übermorgen ein Webinar genau zu diesem Thema. Finden Sie auch auf unserer Website. Also wenn Sie interessiert sind, gerne dort auch anmelden. Ja, das Thema Tool-Integration. Letztendlich sehen Sie hier mal so diese verschiedenen, wir nennen es gerne Domänen. Requirements Management, Change Defect Management und so weiter. Darunter verbergen sich natürlich unterschiedliche Werkzeuge. Und unsere Aufgabe ist es, beziehungsweise die unseres Produktes, diese verschiedenen Werkzeuge zu einer einheitlichen Werkzeugkette letztendlich zu verbinden, damit sie eben ihren Entwicklungsprozess entsprechend steuern und nachvollziehbar machen können. Also über die verschiedenen Disziplinen hinweg natürlich. Dabei achten wir darauf, dass also die Integration auch wirklich flexibel gestaltet werden kann. Es ist nicht so, dass, ich sag mal, dass es nur ein reines Attributmapping ist, das wir hier aufsetzen, sondern Sie haben ja in den verschiedenen Werkzeugen bestimmte, sagen wir, Workflows und Arbeitsweisen hinterlegt und die sollen ja natürlich auch über Ihren gesamten Entwicklungsprozess in irgendeiner Form auch durchgesetzt werden, sodass eben zum Beispiel Tests an Requirements oder für definierte Requirements erst stattfinden können, natürlich, wenn die Requirements definiert wurden. Solche Dinge kann man dann natürlich dann auch entsprechend implementieren. Und letztendlich ist es eben so, dass ja, wir reden immer von einem Best-of-Breed-Ansatz, den die meisten unserer Kunden hier fahren. Das heißt, die suchen sich aus jeder Domäne das für sie dann ja in der Regel am geeignetsten erscheinenden Werkzeug aus und integrieren das dann. Es gibt natürlich auch einige, sagen wir, ALM-Plattformen, die mehrere dieser Domänen schon komplett beinhalten. Wir haben aber festgestellt, dass wir haben natürlich auch viele Kunden, die genau solche Plattformen einsetzen und dann aber vielleicht feststellen, an der einen oder anderen Stelle gibt es vielleicht auch ein spezialisierteres Werkzeug, das dann ebenfalls auch wieder integriert werden muss. Der zweite Bereich hier noch so transparent hinterlegt, haben kurz davon angesprochen, das Thema Datenaustausch. Ja, das haben wir hauptsächlich im Automobilbereich tatsächlich, wo es darum geht, dann entweder Anforderungsdokumente auszutauschen oder aber auch Änderungs- bzw. Fehlermeldungen auszutauschen zwischen Zulieferern und Automobilherstellern. Die Automobilhersteller bieten dabei in der Regel eigene Portale an, die sie für ihre Lieferanten letztendlich freischalten. Die haben dann dort eben auch eine bestimmte Möglichkeit des Zugangs. Und dort wird eben erwartet, dass man ja, Daten entweder in einem bestimmten Format oder über bestimmte Schnittstellen, die meist proprietär eben sind für die jeweiligen Autohersteller, dort eben die Daten bereitstellt und abholt. Wir unterstützen das durch ja, Templates, Synchronisationstemplates. Die Abläufe sind oft sehr ähnlich, beziehungsweise für einen spezifischen Autohersteller meistens relativ gleich, auch für unterschiedliche Projekte. Und wir haben dann entsprechend natürlich auch Anbindungsmöglichkeiten direkt out of the box sozusagen für die verschiedenen tatsächlichen Portale. Also sei es BMW, Daimler, VW, Porsche und so weiter, haben wir normalerweise dann eben auch auf Lager hier. Ja, um mal so eine Komplexität zu zeigen, im Bereich Tool-Integration, mal mit tatsächlichen Tools. Hier sieht man jetzt aus einem Kundenprojekt raus einfach mal so eine Werkzeugkette. Und das sieht man halt eben auch schon mit den orangenen Linien. Diese Verbindungen eben nicht nur von einem zum anderen, sondern die gehen wirklich teilweise ja kreuz und quer durch die Landschaft und bilden so den, sagen wir, Gesamtlebenszyklus ab und eben natürlich auch die Erfordernisse, was die Traceability angeht. Das heißt, wo habe ich welche Daten zur Verfügung in welchem Produkt und wo sehe ich vielleicht auch welche Abhängigkeiten zueinander? Das können wir natürlich auch mit Symfony auch entsprechend herstellen, dass ich eben zum Beispiel im Requirements Management eben auch Informationen aus dem Testmanagement bereitgestellt bekomme, wurden bestimmte Tests schon durchgeführt, waren die erfolgreich und so weiter und so fort. Das ist so der Hintergrund. Sie sehen auch jetzt schon hier, würde man mit verschiedenen Plugins vielleicht arbeiten von verschiedenen Herstellern, wie kompliziert das Ganze doch vielleicht dann nachher auch im Management von so einem Konstrukt werden kann. Deshalb ist unser Ansatz eben hier, sagen wir, auf
busartiges System sozusagen zu setzen, mit dem Sie letztendlich dann über eine Adaptertechnologie an die verschiedenen Werkzeuge andocken können. Und sobald wir eben über so einen Adapter ein Werkzeug angebunden haben an die Plattform, kann es eben per se mit allen anderen, die eben schon an der Plattform hängen, auch kommunizieren. Das heißt, es spielt dann da wirklich keine Rolle mehr, sozusagen, welche Technologie auch hinter den jeweiligen Tool-APIs steckt. Das normalisieren wir für Sie innerhalb der Plattform, sodass man sich am Ende in der Implementierung nur noch damit auseinandersetzen muss, ja, wie möchte ich denn jetzt die Daten hier von A nach B bringen und entsprechende Traceability-Informationen herstellen dann an der Stelle. Das macht es natürlich auch relativ unabhängig von den jeweiligen Softwareherstellern. Also Sie benötigen dann eben kein Atlassian Jira-Plugin mehr oder von Microfocus ALM oder von IBM irgendwelche Plugins, wo Sie dann wiederum darauf angewiesen sind, dass die vom jeweiligen Toolhersteller gepflegt werden, sondern wir kümmern uns komplett sozusagen darum mit den Adaptern, diese, ich sag mal, Änderungen dann, die vielleicht auch von Release zu Release kommen, abzubilden, sodass sie immer auf dem laufenden Stand sind und komplett unabhängig jetzt auch von ihren Tools dann auch sind. Sie können also auch jederzeit ein Update machen auf eine neuere Version. Die Abhängigkeiten, die haben wir letztlich über diese Technologie überwunden. Und die Adapter machen dann letztendlich eine Normalisierung von der Tool-API-spezifischen, ja, sage ich jetzt mal, Befehlssyntax und auch vom Datenformat rein in unsere Plattform. Das ist also komplett gekapselt, sodass wir dann in dem Bereich, wo hier jetzt Process Templates steht, sozusagen die Abarbeitung erfolgen kann und das eben immer mit einem gleichbleibenden sozusagen Datenformat, wie wir intern dann entsprechend arbeiten. Sind da natürlich beliebig viele Integrationsszenarien denkbar und konfigurierbar. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn wir jetzt ein Jira mit einem Microfocus ALM verbunden haben, dass es dann für alle Zeiten und für alle Projekte und für alle Abteilungen so gültig sein muss. Wir können natürlich auch, sag ich mal, verschiedene Szenarien für verschiedene Anwendergruppen, Abteilungen und so weiter kreieren, die vielleicht eine bestimmte Art und Weise haben, die Produkte zu verbinden und eben auch vielleicht eine unterschiedliche Art und Weise. Dann haben wir einige Kunden, die auch gerne, sagen wir, noch Tools einsetzen, die wir so entweder nicht unterstützen oder vielleicht auch selbstgeschriebene Werkzeuge, die irgendeine Art von API haben. Und dafür bieten wir unser Adapter-Framework an. Das ist also quasi eine Art Entwicklungsumgebung, die bringt schon, ja, so eine ganz viele Strukturen im Prinzip mit bei der Entwicklung von so einem Adapter, sodass die Authentifizierung zum Beispiel oder die verschlüsselte Übertragung, dass da einfach Komponenten schon mehr oder weniger vorgefertigt sind, die man dann in dem Framework, in dem Baukasten einfach verwenden kann und dann eben mit einer wirklich einheitlichen Technologie, die, sagen wir, die externen Tools genauso wie die internen Tools letztlich verbinden kann. Das ist so der Charme, den das Ganze dann eben hat für unsere Kunden. Ein bisschen mehr reingeleuchtet in dieses, kurz reingeleuchtet ist dieses Thema Process Templates. Wir trennen sozusagen die eigentliche physikalische Implementierung, sprich die Adapter, von letztlich vom Ablauf, vom Datenfluss. Und das ist in der Regel eben ein bisschen mehr als nur ein reines Attribut-Mapping, sondern da geht es eben auch um bestimmte Logik, die natürlich abgearbeitet werden soll. Dafür haben wir sogenannte Prozess-Templates entwickelt, die so, ich denke, es ist so eine 80-20-Lösung, die einfach 80% der uns bekannten Fälle letztlich eigentlich immer abdeckt. Die sind aber auch anpassbar und bilden dann sozusagen die Geschäfts- und Entwicklungsprozesse über die Werkzeuge hinweg einfach ab. So kann man sich das vorstellen. Also dahinter stecken dann einfach, ja, Regeln, Abhängigkeiten oder Workflows, die dort definiert sind, um eben einen geordneten Austausch der Daten und auch die entsprechende Verlinkung der Daten sozusagen auf sinnvolle Art und Weise zu ermöglichen. Die Templates sind natürlich auch individualisierend anpassbar.
Das machen wir gerne als Service oder auch im Rahmen von der Schulung bieten wir unseren Kunden an, natürlich dann auch sich das Know-how selber anzueignen, damit hier auch spezifischere Abläufe, die wir vielleicht out of the box nicht anbieten, noch implementiert werden können. Jo, jetzt wären wir eigentlich schon so weit, dass wir in die Live-Demo springen können. Ich habe dann im Anschluss noch ein paar Folien mehr zu ein paar zusätzlichen Features. Und ja, dann würde ich jetzt mal an den Herrn Mittel abgeben, damit wir dessen Bildschirm sehen. Da schauen wir mal kurz so. Er müsste jetzt die Möglichkeit haben, seinen Bildschirm zu zeigen. Genau, das sehen wir schon was. Und ich glaube, er ist auch verbal online. Genau, danke Ralf. Ja. Ich habe für heute Mittag einfach mal so ein kleines Setup vorbereitet aus verschiedenen Integrationen, die wir im Symfony mal installiert haben, was wir hier auf der Webseite sehen, sind letztendlich die verschiedenen Komponenten, die ich im Symfony Server installiert habe. Das sind zum einen mal hier oben all diese Steckersymbole, das sind die Adapter. Ich habe jetzt hier mal für den PTC ENM, für das IBM Rational ClearQuest, für das Microsoft Azure DevOps und für das Atlassian Jira Adapter installiert. So sieht es dann auch letztendlich in der Produktivumgebung aus. Die haben mal entsprechende Versionen. Ich habe dann weiterhin unser sogenanntes Java Process Template installiert. Das ist an sich einfach die Sammlung der Best Practices, die wir in den letzten 10 Jahren zusammengetragen haben, die wir das Business jetzt machen. Das heißt, da finden sich einfach fertig gestaltete Abläufe drin, denen man, wenn man denen folgt, hat man eben sehr, sehr schnell eine vollständige Implementierung. Letztendlich ist es dann so, für jede konkrete Integration kommt es dann noch zu einer kurzen Implementierung. Das sind hier diese Prozesse, die wir unten sehen. Und wie das der Herr Klimke auch schon angedeutet hat, es gibt uns eben dann auch die Freiheit von diesen Standardabläufen, die aus dem Template kommen, im Zweifelsfall abzuweichen, wenn das eben gewünscht ist durch das jeweilige Projekt. Was dann wichtig ist die Konfiguration der verschiedenen Komponenten. Jetzt bei den Adaptern geht es dort hauptsächlich darum, die Verbindung zum eigentlichen Werkzeug herzustellen. Wir können da mal reinblicken. Ich werde daher einfach vielleicht zum Beispiel ClearQuest und Jira zeigen. Wir können da mal reinblicken. Das ist in Symfony dann so, dass wir für jeden Adapter beliebig viele Configuration Sets anlegen können. Das sind letztendlich eigentlich Aliase für eine Serververbindung. Wenn wir da mal jetzt im Detail reinschauen, dann sehen wir hier, das sind eben die Verbindungsdaten. Das ist pro Adapter dann auch individuell, weil natürlich die entsprechenden Schnittstellen etwas unterschiedlich aufgebaut sind. Und dann kann ich einfach hier zum Beispiel kurz einen Ping absetzen, da können wir mal schauen. Das ist auch ein Vorgang, den macht Symfony selbstständig, immer mal zu gucken, ob die verschiedenen Serververbindungen auch funktionieren, erreichbar sind. Das ist dann auch Teil dessen, was wir einen Health-Check nennen, also dass man im Hintergrund einfach auch dann frühzeitig bemerkt, wenn da irgendein System tauchen geht. Oder zum Beispiel, wenn wir jetzt nachher mal ClearQuest mit Jira, können wir bei Jira mal reingucken, da ich somit sind wir also sicher, dass es nachher dann auch funktionieren wird. Das heißt konkret, ich kann also im Symfony dann letztendlich über so einen Adapter so viele verschiedene Serversysteme ankoppeln, wie ich will. Auf der jeweiligen Prozessseite ist es so, wenn wir jetzt bei dem ClearCase Jira-Beispiel mal bleiben, da ist es dann so, jetzt schauen wir mal hier ClearQuest zu Jira, da gibt es auch Konfigurationen. Damit können wir dann letztendlich die Feinsteuerung von dem eigentlichen Prozess vornehmen. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen in das Beispiel zwischen ClearQuest und Jira, dann ist es eben so, dass ich pro Konfiguration festlegen kann, welche tatsächliche Serververbindung ich verwenden will, auf der einen wie auf der anderen Seite. Also da ist es relativ flexibel.
Und dann ist es jetzt eben bei dem speziellen Prozess so, da der unter Umständen in Jira neue Issues anlegt, muss ich ihm natürlich mitteilen, was sind denn das für, was wollen wir denn da für Issue Types anlegen. Und da ist es also auch so, da kann ich dann letztendlich hier mich halt entscheiden, je nachdem, was in dem entsprechenden System hinterlegt ist. Und das Gleiche gilt dann eben für die Projekte. Da gibt es jetzt zwei, da nehme ich mal das Argo 1-Projekt. Und das Gleiche ist dann auf der anderen Seite, da ist es so, dass wir jetzt eine Query benötigen, die letztendlich festlegt, welche Daten da alle benötigt werden. Das sind jetzt eben die verschiedenen Queries, die in meinem ClearQuest-System hinterlegt sind. Und das entspricht jetzt quasi der ganzen Liste. Und das ist eben diese All Requests Query. Ups, mal schauen. Gucken wir nochmal. So. Das sind dann die, die wir auch benutzen wollen. Die nehme ich dann hier auch mit. Und dann ist die Konfiguration eigentlich für den Prozess abgeschlossen. Das heißt, ich kann mit dem gleichen Prozess letztendlich dann x verschiedene Synchronisationen bedienen. Nämlich einfach andere Projekte, andere Queries und unterschiedlichen Serververbindungen. Das ist halt an der Stelle, wo dann Symfony auch als Middleware-Plattform recht gut skaliert. Was ich jetzt noch festgelegt habe für die Synchronisation, ist, dass wir halt Mapping beschreiben beim Übertragen. Das heißt, wenn diese Daten dann aus dem ClearQuest hier in dem Beispiel jetzt entnommen werden, dann haben die halt bestimmte Feldnamen. Die sind auf der Jira-Seite anders und das führt dann in unser Mapping-Modul. Und diese Mappings werden dann in Szenarien beschrieben. Ich springe da mal kurz rein. Man dann auch so ein bisschen katalogisieren. Das ist, wie gesagt, dann attraktiv, wenn hinterher die Umgebung wächst. Da ist es jetzt so, da haben wir eben hier dieses ClearQuest zu Jira und da kann ich mal reingucken. Dann hat man da eben jetzt mal festgelegt, ich tue ja Epics erzeugen aus den Requests von ClearQuest, dass der Titel in die Summary geht, in den Epic Name geht und wir die Description übernehmen. Und das lässt sich halt dynamisch dann auch erweitern. Das ist auch eine Sache, die ist im Prozess nicht festgelegt. Das heißt, ich kann dann jederzeit sagen, was weiß ich, ich habe jetzt hier noch eine Headline oder ich habe hier, kommt dann natürlich auch auf die jeweilige Konfiguration im Tool an, welche Attribute ich da dann links und rechts miteinander verdrehen will. Es gibt immer die Möglichkeit, dass ich auch ausgehend von Non-Inline-Zielattribut schreibe. Das wäre dann eben der Fall, dass ich sozusagen im Ziel eine Default hinterlegen will. Und was auch als Möglichkeit noch zur Verfügung steht, ist eben dieses Append. Das heißt, dass man, wenn man jetzt bestimmte Attribute hat, die irgendwo als rein informativen Charakter hat, dass man die zusammenfassen kann und dann irgendwie in einem großen Textfeld mal abspeichern kann. Das ist so, was in der Praxis da ab und zu passiert. Das ist also das Mapping. Beim Mapping ist es auch so, das ist auch ein weiteres Konzept, das wir hier zur Verfügung haben. Das sind sogenannte Basic Mappings. Das heißt, wenn Sie später dann eben sehr, sehr viele unterschiedliche Projekte zwischen den verschiedenen Tools synchronisieren, dann ist es ganz oft so, dass im Quell- bzw. im Zielwerkzeug halt bestimmte Standardattribute vorliegen. Das heißt, ich kann so ein Mapping einmal als Basic Mapping abbilden für alle Standardattribute und nehme das dann als Grundlage eben für meine projektspezifische Konfiguration. Entweder reicht mir so das Basic Mapping oder ich kann halt über dieses projektspezifische Szenario dann zwei, drei spezifische Attribute noch hinzufügen. Ist auch was, wo dann die Umgebung eigentlich ganz gut skaliert. Das ist jetzt nichts, was man in so einem kleinen Beispiel braucht, aber wenn ich halt hinterher, was weiß ich, 60 Syncs abwickle, über insgesamt 600 Projekte, dann sind solche Mechanismen in der Praxis gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich das Mapping. Dann ist es so, dass für die Prozesse gibt es generell in Symfony eigentlich zwei Möglichkeiten. Jetzt mache ich mal die Liste hier auf, wie diese Prozesse dann eigentlich auch zur Ausführung kommen. Was wir jetzt hier sehen, ist eine Schedule Table. Das heißt, es ist im Prinzip so, dass wir per Zeitsteuerung genau festlegen, wann welche Integration läuft. Ich kann mal da kurz, ich gehe mal in eine rein. Das sieht dann im Prinzip so aus. Da kann man eben sich entscheiden, zu welchen genauen Zeitpunkten das losläuft, wann, zu welchen Wochentagen. Also das ist eine recht standardisierte Konfiguration hier, die sogenannte Cron Definition, die man durchführt. Und dadurch habe ich halt die Möglichkeit, wirklich granular festzulegen, wann das Ganze läuft. Da hat man in der Praxis eben, sage ich mal,
von Synchronisation mache ich jede Stunde bis eben runter zu hochfrequenten Synchronisationen, wo man dann runter geht auf 10 Sekunden oder 5 Sekunden. Das ist auch wieder ein bisschen vom Anwendungsfall abhängig. Ne? Bei diesen Hochfrequenten sprechen wir dann von sogenannten Polling. Alternativ dazu ist es aber so, dass Symfony auch über eine Schnittstelle verfügt. Ich zeige das vielleicht mal hier gerade. Das ist jetzt überhaupt insgesamt die Testoberfläche für unsere REST API hier. Da sprechen wir von einem sogenannten vom sogenannten Kleinbin. Das ist eigentlich dann der Rest-Endpoint, über den wir diese Syncs dann auch antriggern können. Da ist maßgeblich einmal eben der Add-Job. Mit dem kann ich dann von irgendwo aus der Infrastruktur so einen Job abfeuern. Ganz konkretes Beispiel wäre jetzt hier, dass ich zum Beispiel im Jira einen sogenannten Webhook hinterlegen würde. Da würde ich sagen, du, immer wenn hier ein Objekt sich ändert, dann feuerst du kurz diesen Edge auf Symfony und dann läuft im Hintergrund der Sync ab. Das wäre eine ganz andere Strategie, an die Sache ranzugehen. Haben Sie aber beide Möglichkeiten letztendlich im Symfony-Server verarbeitet. Genau, und dann ist es eben so, ich kann das jetzt mal anstoßen. Jetzt sagen wir mal, wir sollten vielleicht mal, ich habe das vorher mal kurz durchgespielt. Das heißt, die beiden sind jetzt in Sync hier. Jetzt schauen wir mal, das sind die drei. Genau. Müssen wir jetzt hier nochmal ein neues Objekt anlegen. Ich würde mal so einen neuen Request anlegen. Da müssen wir ein paar Sachen auswählen. Ich habe hier einfach mal dieses Standard-Template in ClearQuest gewählt. In unserem Triage-Projekt sind wir drin, den Type, dann nehmen wir mal Defects, Varieties, Medium, nicht so schlimm. Und dann sagen wir hier vielleicht noch als Headline, ich blätter mal rüber und dann sehen wir es besser. Ich schreibe mal viele Grüße aus ClearQuest. So, und dann können wir das Ding mal abspeichern. Vielleicht auch noch eine Description. Hallo. So. Genau, dann haben wir hier ein neues Objekt und wenn ich dann die Query nochmal ausführe, da können wir jetzt auch mal reinschauen. Ich mache mal einen Refresh, ist das vierte Objekt da. Was jetzt in Symfony passiert, ich habe jetzt derzeit den Schedule noch gar nicht aktiviert, ich kann aber die Prozesse jederzeit auch von Hand starten. Ich starte das mal an und jetzt geht ein Transaktionsmechanismus los in Symfony. Das war jetzt relativ schnell, der in zwei Schritten abläuft. Das ist einmal der sogenannte Scoping-Schritt, in dem ermitteln wir dann über die Query, welche Objekte letztendlich zu synchronisieren wären. Und in der zweiten Phase, das nennen wir dann Execute, wird jedes der Objekte betrachtet. Da ist es dann auch so, wir sprechen von sogenannten Tasks, also da geht es dann um die Synchronisation des einzelnen Objektes. Diese Transaktionsklammer ist deswegen im System verankert, weil Sie Symfony auch als Hochverfügbarkeitssystem betreiben können mit zwei oder mehreren sogenannten Clusterknoten. Und dann ist es eben so, dass in dem Fall des Ausfallens eines der Clusterknoten eben die Transaktion genau an der richtigen Stelle auch vom nächsten Clusterknoten übernommen werden kann. Na, das ist bei großen Transaktionen wichtig. Habe ich von 1500 schon mühsam synchronisiert, möchte natürlich nicht, weil es zum Ausfall kommt, gerade mit die 500 nochmal machen, mit denen ich eigentlich schon durch war. Das ist hier so ein bisschen der Hintergrund zum Sync dann selber. Was jetzt da im Wesentlichen im Kern passiert, ist, dass ein sogenanntes Persistenzmodul zum Tragen kommt, das in Symfony verbaut ist. Das ist letztendlich ein Speicher, in dem wir uns dann verschiedene Informationen über die Objekte ablegen, die in der Synchronisation sich befinden. Das ist zum einen jetzt mal so, wir hatten ja hier das Ausgangsobjekt, die 7 hier angelegt. Wenn wir jetzt mal nach dem Sync im Jira kurz Refresh machen. Das Jira ist heute nicht ganz so schnell. Wenn ich das auf der Oberfläche anspreche, mal kurz warten.
Dann ist es so, dann werden wir hier das vierte Objekt dann auch sehen, wie das aufgetaucht ist. Und dann ist es so, dass Symfony natürlich auch diese Beziehung der beiden Objekte zueinander abspeichert. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt dann auch, wie die zueinander in Beziehung stehen. Und dadurch können wir dann, egal von welcher Seite der Sync läuft, immer im Prinzip auch das Gegenüber ermitteln. Das ist mal einer der Aspekte. Der andere Aspekt, der in der Persistence wichtig ist, ist dann letztendlich, dass wir auch über die Werte der Attribute, die wir beim Synchen hinterlassen haben, jetzt hat er es geschafft, genau, viele Grüße aus ClearQuest, dass wir die Werte der Attribute, die wir beim Synchen eingetragen haben, dann auch abspeichern für das Ziel, die Ausgangswerte auf der Quellseite auch abspeichern. Das heißt also, für die Attributinhalte sind dann auch Checksummen verfügbar und aus dem können wir dann relativ clever den Sync dann auch durchführen. Sagen, ah, okay, die Werte haben sich geändert, alles klar, das müssen wir übertragen oder das müssen wir gar nicht übertragen oder halt auch zu dem Rückschluss kommen können, es gibt überhaupt keine Änderungen im Objekt, brauchen wir gar nicht übertragen. Das Gleiche, was wir da für Attribute und ihre Werte machen, machen wir letztendlich auch für Attachments. Das haben wir jetzt hier gar nicht konfiguriert, aber das ist natürlich das Nächste, was dann eigentlich oft eingestellt wird, ist, dass man auch beim Synchen die Attachments mitnimmt. Also das ist so der grobe Ablauf und dann gibt es die ganze Kiste natürlich wieder zurück. Jetzt könnte ich mal hier reingehen, Edit drücken und sage Fehlgröße, Groß zurück, schreiben wir da mal rein. Und dann ist es gespeichert und dann können wir in Symfony eigentlich gerade wieder in das Schedule reingehen. In die Demo rein. Jetzt machen wir das umgedrehte Spielchen, Jira zu ClearQuest. Und Run. Und dann läuft das natürlich umgekehrt ab. Tschüp, tschüp, tschüp. Und ja, das ist jetzt hier. Also da wird es natürlich hier interessant, auch wenn da mehrere tausend Objekte dann im Austausch sind. Das sind jetzt hier natürlich kleine Mengen. Genau, dann schauen wir mal rüber. Im ClearQuest feuere ich mal die Query nochmal ab und da ist dann der Gruß zurück eingedrudelt. Also das ist so, sage ich mal, ganz der ganz, ganz grundsätzliche Ablauf, wie das dann funktioniert und welche konkreten Integrationen letztendlich dann abgefahren werden. Das ist relativ dynamisch. Also Sie haben ja auch gesehen, ich habe halt hier meine Adapter letztendlich, installiere dann hier entsprechende Process-Templates. Wir haben derzeit etwa 45 Adapter im Angebot. Das umfasst letztlich alle relevanten Entwicklungswerkzeuge. Und für jede Kombination gibt es dann auch ein entsprechendes Template. Dieses Template ist eben, wie ich das schon angedeutet habe, der Best Practice, den wir gesammelt haben im Laufe der Zeit. Das kann man dann direkt installieren, direkt abfahren. Ist für die Projekte auch in der Regel entweder zufriedenstellend oder ein extrem guter Startpunkt, von dem aus man dann, wenn notwendig, customizen kann. Genau, das ist eigentlich so, sage ich mal, die wesentliche Funktionsweise, wie Symfony aufgebaut ist. Und dann würde ich Ralf das Wort wieder an dich zurückgeben. Ja, alles klar, wunderbar. Vielen Dank, Christian. Ich schalte mal den Bildschirm kurz wieder um. So, ja, ich denke, es war sehr ausführlich und anschaulich, denke ich auch, gezeigt, wie das Ganze funktioniert, auch vom Aufbau. Im Prinzip war es ja schon eine kleine Implementierung, die Christian da gezeigt hat. Also Sie sehen auch, wie schnell es gehen kann, sowas aufzusetzen. Natürlich steckt da schon auch am Anfang noch ein bisschen mehr Hirnschmalz dahinter, weil man möchte das Ganze ja auch überlegt und geplant machen. Aber im Prinzip ist nachher die Umsetzung dann ja, relativ überschaubar, wenn man mit den Templates auf jeden Fall arbeitet. Ja, vielleicht noch ein paar weitere Funktionalitäten. Zum Teil wurden sie schon angesprochen, also das Thema Kontext, Information, Dateianhänge. Wir können natürlich zum einen auch Hierarchien und Strukturen. Das ist hier toolabhängig natürlich, ob das die Tools auch unterstützen, übertragen und synchron halten. Entsprechend natürlich auch File-Attachments. Ganz wichtig eben auch, damit halt immer auch von größeren Datenmengen gesprochen. Dafür ist ja
eine Lösung wie Symfony auch ausgelegt, dass wir hier parallel diese Synchronisationsprozesse über verschiedene, ja, nennen Sie mal Triggermechanismen wie Zeitsteuerung, manuell, ereignisbasiert und so weiter eben ausführen können. Haben wir jetzt alles schon ausführlich gehört. Und eben auch das Thema Persistenz hat damit im Prinzip schon erläutert, hier einfach nochmal zur Vervollständigung. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich nicht vorenthalten möchte, ist das Thema eben Clustering und Load Balancing. Wir haben einige Kunden, die das eben schon als zentralen Integrationsback bauen und auch vor allem auch im Bereich Datenaustausch mit Kunden als sehr, ja, ich sag mal, unternehmens- oder entwicklungskritische Lösung einsetzen. Und daher ist es auch sinnvoll, entsprechend natürlich für eine bestimmte Verfügbarkeit und Lastverteilung zu sorgen. Und genau das unterstützen wir. Wir können einfach mehrere sogenannte Cluster-Nodes parallel zueinander schalten. Das ist einfach ein Symfony-Server nochmal installiert und dem kurz mitgeteilt, du bist jetzt ein Teil von einem Cluster und also im Prinzip auch ein Setup von ein paar Minuten sozusagen. Und dann kann es losgehen. Und das Ganze ist eben möglich, um einmal Last zu verteilen, aber auch, falls mal so ein Cluster-Node ausfallen sollte, eben, dass der andere automatisch die Arbeit, die momentan anliegt, eben alleine übernimmt oder wenn es drei Knoten sind, eben zwei übernehmen, bis der dritte Knoten wieder da ist, sodass man wirklich nahezu 100% Ausfallsicherheit eben auch garantieren kann, ohne dass da jemand dabei sein muss und irgendwas von Hand umstellen. Genau, also jetzt, damit waren wir eigentlich schon oder sind wir schon am Ende. Ich schaue gerade mal rein, ob wir ihn bekommen haben, während die letzte Folie hier noch abläuft sozusagen. Bisher noch keine. Dann würde ich noch mal kurz hier Kontaktmöglichkeiten umschalten. Also hier, Sie waren ja schon offensichtlich auf unserer Webseite, haben sich angemeldet. Dort finden Sie normalerweise eben auch unsere noch weitere Informationen, Datenblätter, Videos, ja, schon gehaltene Webinare, aber eben auch unsere Kontaktdaten nochmal, wenn Sie noch tiefergehende Informationen möchten oder ein Angebot möchten, dann einfach hier bei uns melden. Wenn Sie noch keinen vertrieblichen Ansprechpartner haben und wir koordinieren das dann gerne für Sie, sodass Sie auch schnellstmöglich die entsprechenden Preisinformationen bekommen können oder auch technische Informationen jederzeit gerne. Gerne machen wir auch nochmal eine vertiefte 1:1-Demo. Sie haben vielleicht spezielle Anforderungen, also auch das ist natürlich möglich. Gut, dann ja, möchte ich mich bei allen Teilnehmern und auch dem Herrn Mittel natürlich bedanken für die Teilnahme, für die Präsentation und freue mich, Sie schon im nächsten Webinar vielleicht wieder begrüßen zu dürfen oder im direkten Kontakt eben auch in Bezug aufs weitere Vorgehen mit Ihnen zu sprechen. Dann vielen Dank nochmal und noch eine schöne Woche.